Ja, ein wunderschön und herzlich willkommen zu einer weiteren völlig verknackten Folge Vampire Survivors. Nach wie vor, es zählt die Challenge. Ich bleib da am Ball, ich bleib da hartnäckig, ich gebe da nicht auf. Das heißt, wir versuchen es einfach nochmal. Wie immer, Red Death auf der Map, Attacke. Und dann beten, dass ich ein Level abkriege. Und da haben wir direkt Garlic gekriegt. Na also, nun sieht das Ganze doch mal ein bisschen besser aus. Der Start sieht gut aus. Wenn wir jetzt noch direkt Lebensregeneration kriegen, dann sind wir doch voll mit dabei. Ich hänge... Mir ist aufgefallen, dass, wie gesagt, wenn man von oben nach unten läuft, kriegt man weniger Damage. Deswegen renne ich auch die ganze Zeit von oben nach unten, wie so ein Knackter. Und ich bleibe immer in derselben Ecke hängen, ne? Jedes Mal aufs Neue, verdammt. So, was haben wir hier? Spinat. Spinat ist gut. Hallo, lauf doch! Ey, wieso rennt ihr nicht? Ich brauche eine neue Tastatur. Die Tasten hängen schon, ne? So eine Grütze. Also, Memo mich, neue Tastatur besorgen. Mal gucken, vielleicht ist die Regie im Hintergrund ja so lieb und guckt mal nach, ob es da was Interessantes gibt, was mir gefallen könnte. Sie weiß ja, worauf ich stehe. So, was haben wir hier? Attract Orb. Attract Orb direkt mitgenommen, damit wir gleich die ganzen Erfahrungspunkte abgreifen können. Weil je mehr Erfahrungspunkte wir abgreifen können, umso mehr XP kriegen wir natürlich auch. So, Leute, guck mal, das sieht doch mal gut aus jetzt. So, was haben wir hier? Garlic. Wir machen Garlic wieder. Ganz klare Sache. Hm. Also sieht das zwar schon anders aus. So, hier, direkt wieder Attract Orb. Lauf doch weiter. Ich sage, die D-Taste ist kaputt. Jetzt krieg ich Leben. Naja, das sieht ja schon mal besser aus. So, was haben wir hier? Pomerola. Sehr schön. Das wollten wir haben. Das kann nur gut werden jetzt. Bin da felsenfest von überzeugt, dass das eine gute Runde wird. Der Anfang ist super. Wir haben volles Leben. Lebensregeneration ist gegeben. Oha, da kriege ich ja schon das Reusbein hier, du. Was haben wir hier noch? Wir nehmen wieder Pomerola mit. Je eher wir Leben regenerieren, desto besser ist es. Ah, das wird gut, das wird gut, das wird gut. Direkt wieder durch die Meute. Auch hier direkt wieder nach unten durch die Meute. Wieder ein bisschen hinhergewackelt. Was haben wir hier? Wieder Pomerola nehmen. Ich brauche jetzt langsam sicher mal dieses Aufsammel-Upgrade, Digga. Das Attract Orb wäre jetzt langsam sicher mal nice. Nur 13er Schelle geben wir schon, ne? 13 Schadenspunkte machen wir schon. Oh. Ah, Attract Orb, endlich. Jetzt sammeln wir schon mal ein bisschen mehr auf. Ach, verdammt. So, hier haben wir wieder Garlic. Jetzt rennen wir da schon fast so durch. Er kippt ja auch mal um. Er kippt um. Sehr schön. Schauen wir doch mal, was wir Schönes kriegen hier. Ist das Glück uns wohlgesonnen? Nehmen wir mal diese Bohle kommen. Ach, ein bisschen mehr Angriffskraft. Ist auch nicht schlecht. Nehmen wir direkt mit. Können wir gebrauchen. Ganz klare Sache hier. Und. Ja, guck mal. Das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus.
Aber wir könnten langsam sicher mal einen Angriff gebrauchen, sehe ich gerade. Na komm schon. So, was haben wir hier? King Bibel. Wir nehmen die Bibel mit. So, was haben wir hier? Axt, nein, rerollen das Ganze. Empty Tomb. Empty Tomb brauchten wir für Magic Wand, ne? Richtig. Oder nehmen wir die Wipe mit? Wipe und Hollow Heart oder Empty Tomb? Wir nehmen beides mit. Wir fangen mit dem an. Ja, guck mal. Krieg mal langsam sich einen Krampf im Arm, ne? So. Schaden, wir müssen mehr Schaden machen. Damit wir da so durchlaufen können. Dann können wir die mal so machen. Nein! An der Kiste vorbei! Und da kommt das nächste Level ab. Was machen wir? Wir nehmen wieder Spinat. Ich wollte gerade nebenbei mal gucken, Firewall Spinat, naja. Also Messerchen wäre jetzt auch nicht schlecht, ne? Direkt einmal schräg durchgelunzt da. Dann direkt wieder auf Garlic gehen. Schaden, 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 Schaden. Ganz wichtig, Schaden, Reichweite, alles nach oben. Und da kommt das Brötchen angeflogen in Form von Hühnchen. Das ist geil, das macht Laune. Da haben wir denn definitiv hier King Bibel. Dreh dich, oh dreh dich, du Bibel, Bibel. Ja, Bollum. Und hier wieder einmal durchgelunzt. Das macht Laune. Komm schon, Digga, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, wo sind sie, die Ratten? Oh, apropos Ratten, jetzt kommen ja wirklich die Ratten hier. Und bei denen hört es wieder auf mit Schaden, ne? Einmal Level up, bitte. Level up, wo bist du? Hier ist noch eine Goldmünze, die wir uns reinsnacken können. Oh, Leute. Eieieiei, Digga. So, nehmen wir das Garlic oder nehmen wir das andere? Nehmen wir das Garlic? Wir müssen einen Duplicator eigentlich nehmen, ne? Eigentlich brauchen wir den Duplicator. Also, wir haben Garlic, wir haben das Attract Orb, wir haben Pomarola. Attract Orb ist fürs Wasser eigentlich da. Ich nehme es einfach nur, damit ich mehr Erfahrungspunkte mitnehmen kann. Den Duplicator brauchen wir normalerweise für den Lichtring. So, den Lichtring benutze ich hier aber nicht. Sondern ich nehme ja die Bibel mit. Die Magic Wand brauche ich wegen Spinat. Nee, Magic Wand brauche ich wegen Empty Tomb. Okay, also. Entschuldigung für die Verwirrung. Alter Digga. Was kommt jetzt? Oha. Oha. Junge, 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 Junge. Langsam, warum warst du fordern hier? Ich sag ja, wir machen zu wenig Schaden für diese hässlichen Dinger. Die Ratten sind das Problem. Holst du die Ratten? Wir haben eine Rattenplage hier. Mega nervig. Komm schon, Digga. Pickup Range erhöhen.
Shit, ey. Oh, da gibt's Erfahrungspunkte ohne Ende. Oh Junge, ich brauche ein Level-Up. Wo kommt das Level-Up? Da ist das Level-Up. Da nehmen wir mit. Garlic. Also so langsam aber sicher. Oh, hier was speisen. Das habe ich ein Problem. Und nochmal Garlic. Ja, jetzt rennen wir hier auch nur noch durch. Ja, endlich. Das war der richtige Moment. So, und Garlic. Ich laufe nicht mehr vorwärts. Na toll. So, was haben wir hier? Wipe oder Spinat? Spinat. Noch mehr Schaden. So, dann brauchen wir... Scheiße, nichts davon. Okay, Leute, wir nehmen es einfach mit. Das war nicht geplant. Dann Garlic Maximum. So generieren wir schon mal ein bisschen mehr Leben. Wir nehmen hier noch einmal Pomarola mit. Das brauchen wir auch auf jeden Fall hoch. Dann nehmen wir die King Bibel mit. Und nach einer Viertelstunde beißt sich das Gras oder was? Gleich ein Track Orb mitnehmen. Wir sollen nur so ein hässliches Messer haben. Die Bibel kriegt ein Projektil mehr, das ist auch schon mal nice. Versuchen wir unser Glück mal. Ah, verdammt, hat nicht geklappt. Wo ist er da? Ist er direkt drauf zu. Hat auch wieder nicht geklappt. Auch wieder nicht. Oh Mann. Direkt reinrennen, auch wieder nicht. Oh Junge, Junge, Junge. Und weg ist er? Natürlich. Also, Level up bitte. Ja, komm. Effektbereich vergrößern. Denn eben Plan B. Oh oh. Wir machen wieder zu wenig Schaden. So, hier, Cooldown reduzieren. Ganz wichtig. Aber ich habe trotzdem noch nicht nichts gefunden, ne? Leben. Kann doch nicht angehen, dass das keine Kerzensteine mehr kommen, Leute. Was kommt die Dinger doch zu auf?
Hier direkt Pomerola wieder mit rein. Und da bin ich dahin geschieden. Aber wir reviven und weiter geht's. Ding dahinter ist. Ich muss jetzt irgendwie langsam aber sicher mal eine Dings kriegen. Eine Kiste, sonst haben wir gleich ein richtiges Problem. Ich renne nur schon geradeaus drauf zu, wisst ihr? Nein, es gab keins. Dafür ein Level up. Und das war das zweite Mal hingeschieden. Letzter Versuch. Und dann hat sich das auch schon wieder erledigt. Alter, wir machen viel zu wenig Schaden, Digga. Viel zu wenig. Ja, so schnell kann's gehen. Ist doch nicht mal normal, Digga. Also wirklich. Wir versuchen es gleich wieder. Ich gebe damit nicht auf. Vielleicht ist meine Strategie dahinter auch falsch. Ich versuche erstmal einen komplett anderen Weg. Komm schon, komm schon. So, was haben wir hier? Holen. Knife, komm, wir nehmen das Messer mit. Kommen wir mit dem Messer mal an. So, was haben wir hier? Das ist doch alles. Weiß ich nicht. Ja, Digga, versuchen wir die Axt, nützt ja nichts. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schwer ist. Wohlgemerkt, ich habe ja auch nicht alles vollkommen, ne? Boah, Digga. Lebensregeneration, Spinat. Lebensregeneration. Ja, wie gesagt, ich habe ja alles nicht voll upgraded, ne? Das könnte das Problem dahinter sein. So, was haben wir hier? Messer feuert ein Projektil mehr. Es kann doch nicht mehr angehen langsam. Nee. Level up bitte, Garlic.
Und wieder einmal schräg von oben nach unten schön durch da. Junge, Junge, Junge. Da kann man aber auch eine Geduldsprüfung machen. Duplicator, den nehmen wir gleich mit. Da zögern wir gar nicht so lange. Ja, die Kiste haben wir natürlich versemmelt. War klar. Das wundert mich jetzt aber auch nicht, aber ich will kein Risiko eingehen hier. Eigentlich bräuchten wir jetzt Cooldown Reduction dringendst. Oder noch einen zusätzlichen geilen Angriff, der die Richtung Feuer hatte. Ja, hier.